Hallo und herzlich willkommen zu einem Tornado Stream. Heute mal mit etwas ganz Außergewöhnlichem und zwar ein One-Take-Video. Ihr könnt das hier auch sehen, nichts eingestellt, keine Configs, ich habe nichts gemacht, ich habe einfach nur Record gedrückt und werde das Ding jetzt durchziehen. So, worum geht's denn? Ich war gestern unterwegs auf dem Weg zu meinem Vater und da hatte mich der Knotti angeschrieben und mich gefragt, ey, wie willst du eigentlich das auf deinem PC mit dem Sound aufnehmen? Wie nimmst du deinen Gameplay-Sound auf? So gesagt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ey, ich werde euch einfach mein PC-Setup jetzt zeigen. Ich erkläre euch einfach, wie ich das mache. So, wir fangen jetzt an. Wir fangen an mit der Anzeige. Anzeige hochholen. So. Jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, hä, hat der Typ drei Monitore? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur zwei. So, der linke Monitor dient hier für die Elgato-Software, damit ich das immer so ein bisschen im Blick habe. Das ist gar nicht so verkehrt. Und außerdem hat man dann auch nicht sein Gameplay im Delay, also im Echo. So, jetzt kommt der wichtige Teil, der erste wichtige Teil. Und zwar, meine Grafikkarte gibt einmal ein Kabel ab zu meinem Monitor, der Monitor 1, über ein DisplayPort-Kabel. Und dann habe ich das Bild gedoppelt über ein HDMI-Kabel, was in die Elgato geht. Denn der PC erkennt die Elgato wie ein Monitor. Und deswegen kann man das so machen. So, das war der Punkt. Also, wie gesagt, dritter Monitor hier, um zu gucken, wegen Software. Außerdem macht es sich das auch besser, wenn ich nachher Videos bearbeite, schneide und so weiter und so weiter und so weiter. So, und halt hier das gedoppelte Bild, was einmal auf meinen Hauptmonitor geht. Das gedoppelte Bild halt geht zum Capture in die Elgato HD60 Pro. So, das zu dem Thema Bildschirm-Setup. Das ist noch die echte Verdrahtung, die passiert. Also wirklich, Kabel werden gelegt. Jetzt kommen wir schon zum virtuellen Teil. Holen wir Sound, die Quelle Sound hoch vom PC. Der Sound. So, hier haben wir meine Hauptsoundquelle eigentlich. Die ist auch, wenn die Elgato-Software an ist, ist die ausgeschaltet. Ich werde das jetzt nicht deaktivieren, weil sonst gibt es wahrscheinlich jetzt beim Aufnehmen Probleme. Also lasse ich das so. Zurzeit ist halt dieses kleine Hilfstool an. Und zwar bei der Software von der Elgato ist halt so ein kleines Hilfstool dabei. Früher war es nicht dabei. Früher. Ich glaube, vor einem halben Jahr. Ich müsste mich irren. Wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Also Fakt ist, dieses Tool hier, das ist ja sozusagen die virtuelle Verkabelung. Das war nicht immer dabei und vorher musste ich mir dann irgendwelche anderen Hilfstools runterladen. Zum Beispiel diese ersten zwei Folgen von Defense Grid, die habe ich nicht mit diesem Hilfstool aufgenommen. Die habe ich halt mit anderen Programmen aufgenommen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt PC Gaming. Den müsst ihr aufrufen. So, jetzt fragt er, wo möchtest du dein PC Gameplay hören? Logischerweise auf meinem PC. Hier, dass ich das schön höre. So, und dann halt, an welchen Ausgang ist deine Elgato Game Capture angeschlossen? Hier sieht man schön, AMD ist die Grafikkarte. Ich habe halt quasi über das Kabel, über das gedoppelte Kabel, was halt quasi von der Grafikkarte, weil ich gerade erklärt habe, da geht der Sound in die Elgato rein. Weil der nimmt ja über den HDMI, nimmt er ja auf das Bild und den Ton. So, das war es im Prinzip schon. Und damit ihr hier seht, dass ich keine Scheiße quatsche, starte ich einfach mal ein Spiel. One Take, verzeiht keine Fehler. Ey, bleibst du mal hier, du Sauhund. Und starten einfach mal Defense Grid. Ich denke, ich habe jetzt auch nichts weiter vergessen. Das war es eigentlich. Ja, das ist mein PC-Setup. Wiederum kann man sich natürlich hinterher über die Elgato-Software die ganzen einzelnen Dateien zum Beispiel einzeln rausladen. Man kann die Webcam einzeln rausladen, die Voice, das Gequatsche, was ich gerade mache, und den Spielsound. Das kann man alles einzeln rausladen, wenn man möchte. Oder man kann auch Livestream. Jo, jetzt könnte ich hier spielen, wenn ich wollte. Ich denke mal, ich habe alles gesagt, was so interessant war zu meinem Setup. Das Ganze dient so als kleine Inspiration. Das ist jetzt hier nicht der Masterplan, den ich euch erzählt habe. Also würde ich sagen, das war's an der Stelle. Ich verabschiede mich, macht's gut, euer Tornado. Ciao!